Mit mehreren Besuchen sind wir dem Team des Lohnunternehmens Henke durch die Saison 2020 gefolgt. Ein besonderes Jahr für den Lohnbetrieb, denn das Familienunternehmen besteht bereits seit 50 Jahren. Im vorangegangenen Teil 3 haben wir uns der Maisernte gewidmet. In diesem Teil 4 bleiben wir im Herbst und werfen unter anderem einen Blick auf das Kartoffelroden. Ein Betätigungsfeld, das das Lohnunternehmen Henke schon seit Mitte der 80er Jahre verfolgt. Gleich mehrere Roder sind an unserem Drehtag am Stadtrand von Lübbecke im Nordosten Nordrhein-Westfalens tätig. Bis zum Standort des Lohnunternehmens Henke sind es von hier aus rund 30 Kilometer und damit eine der weiteren Distanzen in Sachen Kartoffelernte. Wir zeigen hier den Grimme SF150-60, der bereits im Jahr 2002 angeschafft wurde. Fahrer Walter liebt den Selbstfahrer und hat bislang jede Ernte mit dem SF gefahren. Er selber gehört mit 35 Jahren Betriebszugehörigkeit zu den dienstältesten Mitarbeitern bei Henke. Die 280 PS starke Erntemaschine rodet zweireihig. Die Bunkerkapazität beträgt 7 Tonnen. Durch das sogenannte Fallsegel werden die Knollen beim Überladen auf den Anhänger geschont. Ein Vorteil des SF ist ganz klar die Wendigkeit. Die im Vergleich zu den gezogenen Rodern allerdings geringere Höchstgeschwindigkeit von nur 25 km pro Stunde sorgt beim Straßentransport für Zeiteinbußen. Zum nächsten Acker sind es nur wenige hundert Meter. Dazwischen liegen allerdings mehr als 20 Jahre Entwicklungsarbeit in der Kartoffelerntetechnik. Definitiv auf den Spitzenplätzen der leistungsfähigsten selbstfahrenden Kartoffelroder der Welt steht der Grimme Ventor. Diese Vorführmaschine aus den Anfangstagen der neuen Baureihe ist in der Kabine noch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand der Serienfertigung. Der Leistung tut das jedoch keinen Abbruch. Auf den fruchtbaren Löstböden in dieser Region werden durchschnittlich um die 45 Tonnen vom Hektar gerodet. Der Ventor ist 530 PS stark und rodet vierreihig. Die über 30 Tonnen schwere Erntemaschine ist allradgelenkt, was zum einen das bodenschonende, spurversetzte Fahren ermöglicht und zum anderen dem Giganten am Vorgewende zu einer bestmöglichen Wendigkeit verhilft. Bei dieser Vorführung sitzt natürlich ein Fahrer des Lohnunternehmens Henke am Steuer. Dirk, der im Betrieb auch unter dem Pseudonym Kartoffelprofi bekannt ist, fährt sonst einen der vier gezogenen Roder und ist sichtlich angetan vom Ventor. Der Strukturwandel hat auch vor den Kartoffelerzeugern keinen Halt gemacht. Die Betriebe sind größer geworden und haben sich teilweise hochgradig auf die Hackfrucht spezialisiert. Ein überwiegender Teil der Kunden von Henke lagert die Kartoffeln ein und vermarktet diese bis zu 5 Monate lang. In einem Umkreis von 100 Kilometern erreicht man in dieser Region zahlreiche Industrieabnehmer, die die Knollen zu Chips, Pommes oder Püree weiterverarbeiten. Von Anfang an setzte man im Lohnunternehmen Henke auf Kartoffeltechnik von Grimme. Dazu gehört es, sich regelmäßig einen Eindruck vom neuesten Stand der Technik zu holen. Jörg Henke sieht die enorme Leistungssteigerung, die der Ventor gegenüber der gezogenen Technik mitbringt. Problematisch sind jedoch die Abmessungen der Maschine, die das Limit der Straßenverkehrsordnung voll ausreizen und damit bei den zahlreichen Felderwechseln zu einer Herausforderung würden. Im Kartoffelsegment ist für Henke die Verbindung zu den Kunden besonders eng.
Man berät sich zu Neuanschaffungen und plant den Kartoffelanbau gemeinsam. Das beginnt schon bei der Pflanzarbeit, die wir euch im ersten Kurzfilm über das Lohnunternehmen vorgestellt haben. Während der Ernte läuft bei diesem großen Ackerbaubetrieb neben dem betriebseigenen Roder auch noch eine Maschine von Henke mit. Durch die Vorführung des Ventor wird es auf diesem Schlag schon fast ein wenig eng. Das Anbaujahr 2020 war für die Kartoffelerzeuger kein leichtes. Zwar passten die Erträge weitestgehend, jedoch richtete in vielen Regionen der Drahtwurm großen Schaden an und die Erzeugerpreise sind am Boden. Die nach wie vor Corona-bedingt ausfallenden Veranstaltungen drücken zudem die Nachfrage unter anderem nach Pommeskartoffeln. Das Lohnunternehmen Henke bietet neben dem Pflanzen und Roden der Knollen auch den Pflanzenschutz und die Bodenbearbeitung an. Mit dem 4,50 Meter breiten Agrisem-Tiefenlockerer lässt sich der Boden nach der Kartoffelernte gezielt bis auf die Pflugsohle lockern. Eine Arbeit, die unter trockenen Bedingungen vor allem im Herbst stattfindet. Die wendende Bodenbearbeitung mit dem Pflug ist nach der Kartoffelernte wenig praktikabel. Denn jene nicht geernteten Knollen würden dann in den unteren Bodenschichten bei den Folgekulturen immer wieder auflaufen und nicht wie bei der Bearbeitung mit dem Tiefenlockerer an der Oberfläche erfrieren. Die Dieselabgabemenge an der betriebseigenen Tankstelle des Lohnunternehmens Henke ist ein guter Indikator dafür, dass die Herbstarbeiten laufen. Gerade während der Maiskampagne reichen die rund 50.000 Liter Vorrat nicht eine Woche. Ansonsten werden Ordnung und Sauberkeit auf dem Betriebsgelände auch während der Arbeitsspitzen sehr ernst genommen. Jeder Fahrer ist für seine Maschine verantwortlich und sollte diese nach getaner Arbeit vollgetankt und möglichst sauber parken. Die Werkstattarbeit, vor allem größere Eingriffe, organisiert Henke mit Fachhändlern aus der Umgebung. Auch komplexere Reparaturen finden dabei auf dem Betriebsgelände durch die geschulten Mechaniker der Händler statt. Die Dienstleistung der Aussaat ist bei Henke in den letzten Jahren stetig gewachsen. Moderne Sämaschinen sind für Landwirte teuer in der Anschaffung und eine gewisse Schlagkraft zum bestmöglichen Aussaatzeitpunkt spiegelt sich meist in der Pflanzenentwicklung wider. Für die Wintergetreideaussaat stehen zwei 6 Meter Sämaschinen bereit. Eine Kreiseleggenkombination sowie eine Mulchsaatmaschine. Je nach Bodenvorbereitung und Anbaustrategie entscheidet der Kunde, welche Sämaschine am besten für ihn passt. Seit Jahren stabil ist bei Henke die Nachfrage beim Körnermaisdrusch. Bis zu 3 Mähdrescher können in den Dienst gestellt werden. Am häufigsten unterwegs ist dieser Lexion Terra Truck, Baujahr 2008, der mittlerweile schon 5000 Betriebsstunden geleistet hat. Fahrer Hansel arbeitet seit 1991 bei Henke und ist sowohl im Sommer als auch im Herbst viel mit den Mähdreschern unterwegs. In diesem Fall wird Corn-Cob-Mix, sogenanntes CCM, geerntet. Dabei werden die Maiskörner aus dem Kolben gedroschen. Wie man bei einem Blick in den Korntank jedoch gut erkennen kann, ist auch ein gewisser Anteil Maisspindeln im Erntegut erwünscht. Das in der Regel als Schweinefutter eingesetzte CCM wird am Feldrand gemahlen und dann am Hof von den Landwirten, ähnlich wie Silage, unter Folie konserviert.
Mitte Oktober geht für uns das landwirtschaftliche Jahr, in dem wir das Lohnunternehmen Henke begleitet haben, zu Ende. Großen Respekt muss man dem Betrieb für sein 50-jähriges Bestehen zollen. Eine Zeit, in der sich die Agrarwirtschaft rasant entwickelt hat und durch viele Höhen und Tiefen geschritten ist. Wir haben bei unseren Dreharbeiten eine motivierte Mannschaft erlebt, in der junge von altgedienten Mitarbeitern lernen und man keine Herausforderung scheut, sich auf neue Felder zu begeben. Die Passion für den Beruf des Lohnunternehmers ist überall im Betrieb zu spüren. Wir wünschen Familie Henke weiterhin ein glückliches Händchen bei der Betriebsleitung und viel Erfolg für die Zukunft ihres Lohnunternehmens.